Jetzt aber kommen wir zu einem wirklich brisanten Thema. Vor 2 Wochen haben auch wir von der Heute-Show über den Fall einer vergewaltigten Frau berichtet, die in Köln von katholischen Krankenhäusern abgewiesen wurde. Wie ich diese Woche lernen musste, ist das wahre Opfer allerdings, Sie ahnen es, die katholische Kirche selbst. Hier Erzbischof Gerhard Ludwig Müller, Leiter der römischen Glaubenskongregation. Auch im Fernsehen werden Attacken gegen die katholische Kirche geritten. Hier wächst eine künstlich erzeugte Wut, die gelegentlich schon heute an eine Pogromstimmung erinnert. Pogrom, kein gutes Wort. Einfach mal googeln, euer Merkwürden, das ist... Oder habt ihr kein Internet im Vatikan? Ich weiß es nicht. Der Leiter der Glaubenskongregation, früher hieß das übrigens kein Witz, Inquisition. Ja, sollte man da nicht eher von einer Hexenjagd gegen die Kirche sprechen? Ja, ich fände es passender. Aber vor allem, gibt es überhaupt diese Hexenjagd gegen die katholische Kirche? Um diese Frage zu klären, begrüße ich nun unsere Bibel-TV-Austauschmoderatorin Schwester Tina Hausten. Hallo, Oliver. Soll ich Ihren Blutdruck messen? Tina, es ist ein wunderschönes Kostüm, aber ich meinte eigentlich Ordensschwester, nicht Krankenschwester. Ups, Sekunde, bin gleich wieder da. Okay, ja. Es sind noch Möpse da, es sind Möpse da. So. Jetzt hat das die dem Thema angemessene Seriosität. Guten Abend. Guten Abend, Schwester Tina. Sagen Sie, hat die Kirche nicht auch ein Mühchen selber mit Schuld an ihrem kleinen Imageproblem? Oder anders gefragt, warum wollen die nicht mit uns anderen zusammen im 21. Jahrhundert leben? Aber das wollen sie doch, Oliver. Gerade erst hat Kardinal Meißner gesagt, wenn es eine katholische Pille danach gäbe, die erkennen könnte, ob die Eizelle der vergewaltigten Frau schon befruchtet wurde, dann wäre es in Einzelfällen erlaubt. Ja, aber so eine katholische Pille danach gibt's doch nicht. Leider nein. Ja, vielen Dank für gar nichts, Meißner. Also riskieren die Ärzte in den katholischen Krankenhäusern weiter ihren Job, wenn sie die Pille danach verschreiben? Selbstverständlich. Ja, diese Krankenhäuser werden ja nun mal von der Kirche geführt. Und ja, wer das Orchester bezahlt, bestimmt auch die Musik, Oliver. Theoretisch richtig, praktisch leider gar nicht. Bei Kitas ist das unterschiedlich. Im Schnitt trägt die Kirche 5% der Kosten, die öffentliche Hand 95%. Bei Altenheimen und Krankenhäusern trägt der Träger Kirche nichts. Sie finanzieren sich vollständig aus Kassenbeiträgen und Steuermitteln. Darf ich mal übersetzen? Ich bezahle das. Ich. Die bezahlen nix. Also, Oliver, das stimmt doch gar nicht. Das ist genau das, was der Herr Müller von der von der Glaubenskongregation meinte. Sie machen künstlich Stimmung gegen die Katholiken. Natürlich zahlt die Kirche auch was in den Krankenhäusern, Oliver. Wir fragen nach beim Erzbistum Köln. Dort verweist man darauf, dass die Kirchen in ihren Krankenhäusern immerhin die Kapelle finanzieren. Oliver, wissen Sie überhaupt, was so eine Kapelle für Kosten verursacht? Da muss jede Woche ein Ministrant mit dem Fahrrad zu Ikea fahren und 100 neue Teelichter kaufen. Ja. Der tut mir leid, wie viele andere auch, die für die Kirche arbeiten. Das ist der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland und schmeißt zum Beispiel Erzieherinnen raus, nur weil sie sich scheiden lassen. So wie neulich in Königswinter. Ich bitte Sie. Falsch. Schon wieder falsch. Natürlich dürfen Sie sich trennen. Das Problem war nicht die Trennung. Aber das kann Ihnen alles der zuständige Pfarrer erzählen. Der kann das besser. Bitte. Das Problem ist die neue Partnerschaft. Ne? Und da kenne ich aus meiner Kinderzeit nicht auch ein paar Fälle, nicht, wo also Leute, die alleingelassen wurden,
ohne sich wieder zu verheiraten, tapfer durchgehalten haben, auf eine sehr vorbildliche Weise. Nicht? Also das geht schon. Ja, das geht schon. Das geht schon, ist klar. Nur weil der Herr Pfarrer bis zum Schluss alleine durchhalten muss, soll ich auch einsam sterben. Der hat gut reden, der hat seine Haushälterin. Ne? Das kann Gott doch so nicht gewollt haben, oder? Hab ich auch nicht. Geschiedene Erzieherinnen rausschmeißen, ich glaube, es hackt. Bin schon vor Jahren aus dem Verein ausgetreten. Ich spiele jetzt viel Golf. Leute, ich muss los. Mein Sohn kommt zum Essen mit seiner neuen Frau. Tschö mit Ö. Tschö. Ja. So. Mit seiner neuen Frau. Ja. Siehste? Na und? Sag Gott, siehste? Ja, ja und, Oliver? Wir reden hier doch nicht über Gott. Wir reden hier über die Kirche. Ganz genau. Und die hat in Königswinter eine böse Überraschung erlebt. Da haben nämlich die Eltern der gefeuerten Erzieherin geholfen und einen Antrag gestellt. Nur eine Stunde später haben die Stadtverantwortlichen eine besondere Entscheidung getroffen. Mit einer Stimme Mehrheit haben sie der Kirche als Träger ihrer Einrichtung gekündigt. Und das, liebe Gemeinde, ist der Beweis. Es gibt einen Gott, liebe Zuschauer! Darf ich denn jetzt wieder das andere Schwesternkostüm anziehen? Jederzeit dürfen Sie das. Tina Hausten, meine Damen und Herren, vielen Dank.